Willkommen bei AI-Tipps und Tricks. Ihr wollt die Huawei FreeBuds Lipstick mit einem Android-Gerät verbinden. Das muss kein Huawei sein, sondern kann auch irgendein Google Pixel 6 oder ein Samsung oder irgendwas sein. Wie das genau funktioniert, das zeigen wir euch in diesem Video. Viel Spaß! So, dann schauen wir uns doch mal gemeinsam an, wie wir die Huawei FreeBuds Lipstick mit einem Android-Gerät verbinden können. Und wir haben hier das Huawei P50 Pro. Und wenn wir das Ganze eben verbinden wollen, müssen wir zunächst einmal den Deckel einmal abnehmen. Und haben hier auf der Unterseite haben wir hier so einen kleinen Knopf. Und diesen Knopf müssen wir gedrückt lassen, damit er in diesen sogenannten Pairing-Modus geht. Und dann seht ihr schon, er fängt jetzt an zu blinken. Und während dieses Blinken läuft, kann ich jetzt hier auf die Einstellung gehen beim Huawei und kann auf Bluetooth gehen. Und bei Bluetooth wird er jetzt relativ zügig dann auch die Huawei FreeBuds Lipstick auch finden. Gehe ich jetzt einfach mal davon aus, während ich das Gerät jetzt hier einfach mal nebendran hatte, hier seht ihr schon Huawei FreeBuds Lipstick und kann jetzt hier einmal draufklicken und dann sagt er verbinden. Verbindungsanfrage Bluetooth für Kopplung mit Huawei FreeBuds Lipstick und dann sagen wir, ja gut, da darf auch auf die Kontakte zugreifen. Wir sagen einmal verbinden und dann sind die Huawei FreeBuds Lipstick auch verbunden und wir sehen, das Ganze ist jetzt verbunden, so dass das jetzt ganz normal grün leuchtet. Und wir können jetzt hier zum Beispiel auf Einstellungen gehen und verschiedene Dinge machen. Also wir können einmal die Huawei FreeBuds Lipstick einmal umbenennen. Wir können hier in die allgemeinen Einstellungen rein, Anrufaudio, verbunden Medienaudio, Kontaktfreigabe und so weiter. Wir können die Rauschunterdrückung aktivieren, würde ich auch mal machen. Modus auswählen ist ausgeglichen. Die Tonqualität wollen wir natürlich in HD haben, das sollte auf jeden Fall sein. Wir können einen Equalizer einstellen. Und wir können jetzt Gesten machen, wir können das Gerät finden. Also es gibt hier ganz, ganz viele verschiedene Dinge, die wir eben nutzen können, um eben das Gerät entsprechend einzustellen. Eine Besonderheit haben wir hier mit der AI Live App. Die könnt ihr euch im Play Store runterladen oder wenn ihr einen Huawei habt, in der App Gallery. Und diese AI Live App, die gibt euch dann eben noch zusätzliche Funktionalitäten. Also ihr seht jetzt hier schon, es sieht erstens schöner aus. Und das Zweite ist, wir können jetzt hier einmal drauf, Autoaktualisierung, ja sagen wir mal aktualisieren. So, jetzt. Und jetzt aktualisiert er automatisch auch die FreeBuds. Also das Update dieser FreeBuds kann eben direkt hier drüber passieren, eben über diese AI Live App. Und wir sehen jetzt hier auch schon, was wir da alles einstellen können. Wir sehen jetzt hier, aha, hier gibt es ein Update. Okay, wir sagen jetzt mal herunterladen, installieren. Und dann wird er das Ganze einmal herunterladen und dann eben Kopfhörer im Ladeutil. Das Ladeutil kann geschlossen aktuell. Ja, okay, machen wir mal. Das immer so zu. Ich weiß nicht. Genau. Und jetzt sagt er hier 1%. Ich hoffe mal, nee, das, okay, man kann das Ganze nicht abbrechen. Ich kann jetzt nicht einfach quasi weiter zurück. Ich muss jetzt einmal kurz abwarten, bis er mit dem Update durch ist. So, das Update ist jetzt einmal durchgeführt und wir sehen jetzt auch schon mit dieser coolen Animation, dass eben die Huawei FreeBuds Lipstick jetzt verbunden sind. Und jetzt kann ich euch auch nochmal zeigen, wir sehen hier natürlich mit dieser AI Live App, dass wir eben hier die prozentualen Zahlen des Aufladestatus eben hier direkt sehen können. Wir sehen jetzt Verbindungscenter, wenn ihr eben zum Beispiel verschiedene Geräte habt, mit denen die Huawei FreeBuds Lipstick verbunden sind. Wir können hier auch wieder Rauschunterdrückung, klare Stimmen, Tonqualität, Gesten, alles ein bisschen schöner, alles ein bisschen besser. Also deswegen, diese App ist auf jeden Fall sehr, sehr praktisch. Aber ich kann die jetzt ganz normal für mich benutzen, egal ob ich die jetzt in meinem Case lasse oder ob ich sie jetzt irgendwie jemandem anderen schenke. Es sieht auf jeden Fall ganz besonders aus, finde ich, kann ich nur immer wieder sagen. So einfach ist es, die Huawei FreeBuds Lipstick einmal mit einem Android-Gerät zu verbinden. Hier einmal am Beispiel des Huawei P50 Pro. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt uns einen Daumen nach oben, abonniert kostenlos den Kanal und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann. Tschüss.